Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzen-Update. Es ist draußen am Regnen. Ich bin mal gespannt, wie gleich der Ton draußen sein wird. Ich glaube, es wird sehr rauschen. Ich entschuldige mich dafür schon mal. Wir fangen deshalb erstmal drin an. So, ich habe ein paar Sachen nachgesät. Ich habe die in diesen kleinen Teilen hier. Die sind zuerst so Tabletten und dann macht ihr Wasser drauf und dann wachsen die. Und die haben hier auf der Seite eben so eine, ja, so ein, wie nennt man das denn nur? Naja, dass die eben in Form bleiben. Ich zeige euch noch einmal die Tabletten draußen. Das soll übrigens Rucola werden. Ist es noch nicht zu sehen? Dann habe ich hier ein kleines, in Anführungszeichen, Gewächshaus. Ich mache mal den Deckel ab. Und da haben wir einiges. Eine Sache fängt hier schon an zu keimen. Das ist eine Wucherblume. Die habe ich von der Jessie bekommen. Beim Rest muss ich jetzt mal nachgucken. Aber da noch nichts zu sehen ist, ist eigentlich uninteressant. Na gut. Also wir haben auf jeden Fall Mangold noch. Wir haben Sonnenblumen und Schnittmangold. Dann habe ich dieses kleine Teil hier. Das ist Brokkoli. Den werde ich heute umpflanzen. Ihr könnt sehen, der hat hier schon... Langsam kriegen die dieses dritte Blättchen. Und ich werde die einfach in ein größeres Gefäß packen, damit ich die auf den Acker dann mitnehmen kann. Hier haben sich zwei reingemogelt. Da muss ich mal gucken, wie ich die zwei trennen kann. Aber ansonsten sehen die ganz gut aus. Und das sind die Samen, die ich schon vor längerer Zeit gesät habe. Wir gehen einfach mal durch. Hier vorne haben wir vier Salate. Salat Nummer 1. Salat Nummer 2. 3. Und 4. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Sorten. Dann Kapuzinergresse, die entwickelt sich wunderbar. Ich habe davon dieses Jahr nur 3 Stück, weil wir einfach letztes Jahr die Kapuzinergresse-Flut hatten. Dann hier vorne haben wir Thai-Basilikum. Da habe ich bis jetzt leider nur 3 Pflanzen. Ich hatte viel gesät. Dahinter ist der Schnittknoblauch. Das sind diese kleinen Dinger hier. Man kann davon noch nicht viel sehen. Dann haben wir Zucchini und die Zucchini sind riesig. Darum muss ich die heute unbedingt umpflanzen. Hier zum Beispiel könnt ihr sehen. Ich möchte davon ein paar in der Stadt aussehen. Ich aussetzen, nicht sehen. Hier, es regnet. Ich weiß noch nicht, ob das heute so gut klappt, beziehungsweise eigentlich ist gar nicht schlecht, wenn der Boden nass ist. Ne? Muss ich nicht Wasser mitnehmen. Mal gucken. Diese Teile sind auf jeden Fall zu klein für diese Art von Gemüse. Ich zeige euch das mal. Ich nehme mal eins raus. Also das sind Wurzeln ohne Ende. Und ja, die sind hier alle auf dem Boden. Es ist ganz gut zum Gießen, weil ich dann einfach nur hier auf dieses Plastikteil Wasser geben muss. Aber ja, die wachsen, die sind hier halt schon total... miteinander verwurzelt quasi und das ist ziemlich blöd. Darum, ich werde mich da heute drum kümmern. Ich habe gerade etwas entdeckt, das ist auch eine Zucchini und schaut mal bitte. Abgefahrene Sache, oder? Also da kommt wohl hier unten drin die Zucchini, aber da ist diese riesen Sache. Also ich muss da wirklich heute was gegen tun. Darum werde ich mich gleich kümmern. So, wenn wir das Ganze drehen, haben wir hier noch Gurken. Die sehen recht ähnlich aus wie die Zucchini, nur dass sie ein bisschen kleiner sind. Die haben auch nicht so monströse Wurzeln. Sehen aber sonst recht ähnlich aus. Das hier ist zum Beispiel eine Balkongurke eigentlich. Und dann haben wir danach den Mais. Der Mais, ein Traum. Aber auch die Wurzeln, viel zu groß. Ich werde die auf jeden Fall heute auch umpflanzen. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier, da kommt nichts. Ja, gucken wir mal. So, dann haben wir erstmal mein, wie heißt das, meine Fensterbank abgefrühstückt. Wie gesagt, ich werde mich dann nachher noch kümmern, dass ich die umpflanze. Dann habe ich 2 Pflanzen noch bei mir im Zimmer. Warum? Weil ich vergessen habe, sie rauszustellen. Ich habe hier eine Tomate. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für eine Tomate ist, weil die sieht ganz anders aus wie der Rest von mir. Und das Licht ist hier nicht so gut.
Dann haben wir hier noch ein bisschen Basilikum und dann gehen wir jetzt raus. So, wie ihr sehen könnt, es regnet in Strömen. Wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon, falls es arg rauschen sollte. Wir fangen mal hier oben einfach bei den Kräutern an. Recht unspektakulär. Mein Bohnenkraut, mein Thymian, nochmal Thymian und Oregano. Und dann haben wir hier die Blumenmischung, die ich ausgesät habe. Da tut sich auf jeden Fall einiges. Wir haben ja auch so komische rote. Ja, die kriegen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wasser ab. Ich habe mir gestern bei Alnatura eine Erdbeere gekauft. Die sieht auch ganz gut aus. Ich habe nur noch kein Gefäß, wo rein ich die mache. Und das ist die Erdbeere Cupido. Und zu meinen Tomaten. Das ist eine orangene Tomate, die jetzt auch schon überall Blüten bekommt. Das ist krass. Hier habe ich eine gelbe Chili. Tomate German Gold. Ich glaube, ich zeige euch jetzt nicht alle, weil das ist ein bisschen viel. Hier drüben sind die, die so, schon so monströs sind. Das sind Physalis und und Aubergine. Da, das ist meine Paprika-Liebesapfel. Die hier schon eine richtig tolle Blüte hat. Die hoffentlich auch bald aufgeht. Ich habe nur ein bisschen Angst beim Umpflanzen, dass ihr das nicht gefällt. Zimtbasilikum. Neapolitanischer Basilikum. Hier nochmal mein Olivenbäumchen. Ich meine, habt ihr schon mal sowas Trauriges gesehen? Es nervt mich total. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es eventuell zurückschneiden soll. Wenn ja, wie viel und so weiter. Keine Ahnung. Dann habe ich mir Johannisbeersalbei gekauft. Den muss ich heute auch unbedingt umtopfen. Der riecht unfassbar gut. Hier sind so ein paar kleine. Ich habe Chiasamen gesät. Die kommen richtig gut. Ja, ich habe einfach ganz normale Chiasamen genommen, habe die in Erde gepackt. Und wie ihr seht, es wächst. Vielleicht zu den Hematöpfen, das ist der Koriander. Der macht sich auch super. Und Basilikum. Ansonsten sind hier noch so ein paar kleine Nachzügler, aber ich hoffe, die werden auch noch. Meine Fuzzy Wuzzy, die Blüten. Die Green Zebra Tomate bekommt hier auch schon Blüten. Meine Erdbeeren, das ist auch von Hema, das ist dieses Töpfchen hier. Ich habe mein Kalamundin-Orangenbäumchen umgepflanzt. Ich muss ernten. Hier oben seht ihr schon neue Blätter und hier vor allem. Und dann haben wir gestern eine Ranghilfe für meine zwei Zwerggürkchen gemacht. Ich habe mir noch eine zweite gekauft und zwar auf dem Karlsplatz in Düsseldorf. Und ja, ich bin sehr gespannt. Hier unten könnt ihr schon eine Gurke dran sehen. Basilikum. Ich finde das Licht gerade irgendwie sehr merkwürdig. Tomatillo. Auberginen. Oh, ich freue mich so auf die Auberginen. Dann habe ich mir so ein kleinblättriges Basilikum noch gekauft. Und jetzt das Highlight. Schaut mal. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus. Aber es ist mein Mangokern. Meine Mango hat gekeimt. Ich freue mich so sehr. Das ist das Töpfchen und hier auf der Seite kommt das raus. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ja, ansonsten seht ihr hier die Pflanzen. Da ist mein Nektarinbäumchen, hat immer noch leider keine Blüten. Aber ja, so sieht das hier bei mir aus. Ich bin sehr glücklich mit allem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns bald wieder. Ach ja, genau, am 16. geht's los mit dem Acker. Und ihr werdet natürlich live dabei sein. Bis dann. Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Pflanzen-Update. Ich komme gerade frisch aus der Dusche, mit nassen Haaren und ungeschminkt, aber egal. Ich bin auf dem Balkon und ich zeige euch mal, was hier so abgeht. Da geht nämlich einiges. So, wie ihr sehen könnt, ist hier einiges zu sehen. In einer Woche, also heute ist Sonntag, am Samstag nächste Woche, bekomme ich den Acker und dann kommt einiges raus. Ihr wisst, ich behalte nur die Gurke und die Tomate.
Ja, und Basilikum und so, aber ja. Wir fangen einfach mal ganz vorne an, glaube ich. Oh Gott, es ist so schwierig, hier durchzukommen. So, erstmal Kräuter. Das ist mein Johannisbeersalbei. Den habe ich hier so einzeln eingepflanzt. Nebendran ist das Currykraut. Ich habe hier ein Windrädchen. Das hier ist die Blumenmischung, die ich gesät habe. Kommen ganz viele verschiedene Sachen. Dann habe ich hier eine Balkontomate. Die sieht echt schon gut aus und ich glaube, die kriegt da auch schon Blüten. Das ist eine Chili. Dann haben wir hier Zitronen, Thymian und Bohnenkraut. Und da hinten, oh Gott, komme ich da überhaupt hin? Da ist auf jeden Fall noch Oregano und nochmal Thymian. So, kommen wir hier zu meiner Tellernektarine. Die bekommt ganz viele neue Blättchen. Auf Instagram wurde mir gesagt, ja, die Blüten kommen vor den Blättern. Heißt, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr keine Nektarinen haben. Dafür hoffentlich nächstes Jahr. Er sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und hier drüben haben wir meine Minze, die einfach monströs ist. Ja, ich muss die unbedingt mal zurückschneiden, beziehungsweise vielleicht Tee oder so machen. Mein Rosmarin, meine Tomate Yellow Submarine. Die ist noch sehr klein, aber hoffentlich wächst sie noch. Hier habe ich noch meine Balkontomate, die werde ich jetzt auch mal nochmal aufhängen. Die stand nämlich hier so blöd rum. Und hier ist nochmal eine von den Chilis. Die werde ich auch irgendwie aufhängen, falls ich Platz finde. Ja, ich habe echt ein Platzproblem auf dem Balkon. So. Hier oben haben wir zwei Tomaten. Das ist die Green Zebra, die habe ich ja gekauft als Pflanze, kriegt Blüten. Und eine San Marzano, die auch Blüten bekommt. Das ist die German Gold Tomate, die habe ich später gesät, aber sie wächst. Und dann habe ich hier meine zwei mexikanischen Zwerggurken. Wie ihr seht, die halten sich super an dem Gerüst fest. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich habe hier eine Cocktailtomate vom Acker. Ja, es ist ein bisschen chaotisch hier. Hier oben bekommt sie auch schon Blütenansätze. Hier habe ich eine Zucchini, die ich noch auspflanzen möchte. Ich habe ja ein paar in der Stadt einfach ausgepflanzt. Gurken und eine Zucchini. Upsa. Und die braucht noch einen Platz. Da haben wir Zimtbasilikum. Hier drin habe ich noch mal was gesät, und zwar Feuerbohnen und Kürbisse. Ich habe so kleine, süße Kürbisse. Moment, ich zeige euch mal die Verpackung. Gott, ich sehe vielleicht aus. Und zwar ist das die hier. Die ist eben nicht bio. Aber die sehen so süß aus, oder? Also, das ist ein Kürbis, der eben nur 0,5 bis 1 Kilo dann wiegt. Und ich stelle mir das ganz toll vor, wenn man das irgendwie in der Stadt an einen Zaun oder so macht. Mal gucken, wie das wird. Wenn wir gerade drin sind, ich habe schon ein paar ausgepflanzt. Also umgepflanzt, nicht ausgepflanzt. Das sind die letzten, die noch nicht so wirklich gekommen sind. Das ist noch Mangold, aber der sieht irgendwie komisch aus. Das sind die Sachen, die ich gestern umgepflanzt habe. Hier haben wir Zwergsonnenblume. Das ist Wucherblume. Hier vorne haben wir zweimal Rucola und dahinter Salat. Und was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Ach nee, das ist die Wucherblume und das hier ist der Mangold. So, dann haben wir hier eine Chili, nee, eine Paprika-Liebesapfel. Da hatte ich auch schon Bilder gepostet von der Blüte. Ja, gegen das Licht ist doof. Wie ihr seht, bekommt ihr ganz viele andere Knospen schon. Ich wurde gefragt, ob ich die Königsknospe ausgebrochen habe. Nein, habe ich nicht. Aus dem Grund, ich habe letztes Jahr ein Experiment gemacht. Ich hatte zwei gleiche Pflanzen, habe das bei einer getan und es war absolut kein Unterschied zu sehen. Vielleicht war bei der, wo ich die Königsknospe ausgebrochen habe, sogar, die war vielleicht sogar ein bisschen langsamer. Ja, viele neue Blätter oben. Die Tomate Fuzzy Wuzzy, die hat ja schon seit längerem Blüten. Gucken wir mal. Ich habe mir hier eine Hyazinthe noch gekauft bei Ikea. Ich fand die einfach so schön. Ja, die bekommt hier überall neue Blüten, hier auch noch. Und ich glaube, davon werde ich auf jeden Fall noch eine Weile was haben. Dann der Genovese Basilikum, der wächst hervorragend. Das dauert ja manchmal ein bisschen, bis der da ein bisschen zu Potte kommt, aber dann klappt das.
mein Kalamundin-Bäumchen. Ich habe eine Kalamundin-Orange schon geerntet. Die sind ja sehr, sehr sauer. Ich habe hier welche, die auch schon bald geerntet werden können. Hier kommt ein so ein langer neuer Spross, kann man Spross sagen. Sieht irgendwie unschön aus. Mal gucken, ob ich den abschneide. Hier drüben sind die Sachen, die ich schon vor längerem mal umgepflanzt habe. Ich habe hier den Mais, 6 Stück. Dann habe ich 3-mal Kapuzinerkresse, eine runde Zucchini. Hier drüben, das sind alles Gurken und das ist Brokkoli. Das ist mein Mangobäumchen. Ja, ich weiß, sieht sehr komisch aus. Beim zweiten lässt sich leider noch nichts blicken. Das ist mein feinblättriges Basilikum, das einfach unfassbar süß aussieht. Dann meine orangene Tomate, die sieht wunderbar aus. Bekommt auch überall schon Blüten. Die ist auch echt schon groß. Dann eine Erdbeere, die ich bei Alnatura gekauft habe. Die habe ich gestern umgepflanzt. Mehr Basilikum, das ist der Zimtbasilikum. Und hier drüben ist der Genovese Basilikum. Dann mein Olivenbäumchen. Ja, Katastrophe. War total vertrocknet. Ich habe jetzt sehr viel abgeschnitten. Mal gucken, ob was nachkommt. Ansonsten, das war eigentlich tot. So, dann haben wir hier eine riesige Physalis. Die sieht richtig gesund aus. Daneben haben wir eine gelbe Chili. Die bekommt hier auch schon Blüten. Hier habe ich Chiasamen ausgepflanzt. Ja, wohl etwas dicht. Die zu bekehren wird ein Heidenspaß, sage ich euch jetzt schon. Ja, gucken wir mal. Aber auf jeden Fall klappt das super, wenn ihr einfach Chiasamen nehmt und die einpflanzt. Das ist das Basilikum von Hema. Klappt auch. Da habe ich eine Aubergine. Das ist hier ein bisschen wirr alles. Hier noch eine Chili, ich glaube, das ist die rote. Dann hier eine Tomatillo. Das ist der Koriander. Hier sind ganz viele kleinere noch. Erstmal vielleicht die Erdbeere, auch von Hema. Dann haben wir hier eine der gestreiften Tomaten, die habe ich auch viel später gesät. Hier noch ein paar Chilis, Paprika, Aubergine, noch eine Tomatillo. Hier ist noch meine Physalis. Da die Yellow Submarine habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Hier eine der gestreiften Tomaten. Ja, und dann hier noch. Das ist die schwarze Paprika, die ich gekauft habe. Da kommen jetzt langsam Knospen. Nochmal eine Aubergine, eine Tomatillo, noch eine Aubergine, eine riesen Physalis. Und nochmal eine Tomatillo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Tomatillo kriegt Knospen. Seht ihr das? Ja, das war's. In Anführungszeichen schon. Ja, der Balkon ist sehr voll. Ich bin wirklich froh, wenn ich nächste Woche einiges loswerde. Wie gesagt, es bleiben nur die Tomaten und die Gurke auf dem Balkon und die Kräuter natürlich. Der andere Kram wird alles auf den Acker kommen. Ich nehme mich da selbstverständlich mit. Ich freue mich schon wie verrückt. Und ja, wir schauen dann einfach mal, wie sich das alles entwickelt. Auch die Tomaten. Ich bin super gespannt, wie die alle schmecken werden. Und meine Hand wird lahm. So, eben die Hand gewechselt. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen. Eventuell werde ich euch noch ein Update von letzter Woche hinzufügen, das ich gedreht habe, aber vergessen habe hochzuladen. So habt ihr dann vielleicht so ein bisschen einen Zusammenschnitt und ja, wenn nicht, dann seht ihr nur dieses. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns das nächste Mal bestimmt auf dem Acker.